Zunächst gab es mal diese große politische Ebene. Und hier hatten wir einen politisch ereignislosen oder führungslosen Sommer. Honecker war ja aus dieser Tagung der Warschauer Vertragsstaaten zurückgekehrt und musste sich einer Operation unterziehen, war nicht mehr da. Wie wir wussten, hat Krenz nicht das Kommando bekommen, sondern eigentlich der auch kranke Mittag. Und es gab auch in diesem Sommer wie immer komplizierte Ereignisse. Wir wussten ja auch alle, wie das Frühjahr zu Ende gegangen ist, welche politische Situation es gab. Es gab wirtschaftliche Probleme, es gab geistige Probleme, auf die überhaupt nicht reagiert wurde von der Zentrale aus. Und der Apparat war ja im Prinzip so eingestellt, dass zu wichtigen politischen Fragen die Zentrale Stellung nimmt und dann der Parteiapparat auch reagiert. Ich sage das einfach, natürlich hat der Parteiapparat auch selber auf den verschiedenen Ebenen reagiert, aber so war ja die eigentliche Strukturlinie. In diesem Sommer hat sich überhaupt nichts getan. Eine schwierige Situation für die Parteileitung, die natürlich alle in diese Strukturen, in dieses Denken, in diese Disziplin eingebunden waren. Und nun war in dieser Zeit, in dieser führungslosen Zeit, begann nun wieder Ende September die Zeit des politischen Aktivwerdens der Bürgerrechtsbewegung. Und wir alle haben gemerkt, diese Situation oder diese Entwicklung wird nicht mehr so ablaufen wie im Frühjahr, dass sie vielleicht in den Ferien endet. Die zunächst klein begonnenen Demonstrationen haben sich ja immer verdoppelt. Das ist vielleicht gar nicht die richtige Bezeichnung. Sie haben sich ja geometrisch eigentlich entwickelt. Es war eine Progression. Und daraus konnte man natürlich ableiten, dass es einen Punkt geben würde, der für die inneren Machtverhältnisse außerordentlich kompliziert werden würde. Wer aufmerksam sich mit Intellektuellen zu dieser Frage besprochen hat, und es gibt eine ganz interessante Beobachtung, Künstler haben da Antennen dafür. Ich habe sehr viele Gespräche mit Künstlern geführt und die haben gesagt, hier ergibt sich was. Das konnte man eigentlich merken. Das lag dann in der Luft. Ich spreche jetzt mal so vor allen Dingen von der Zeit September. Und da haben natürlich alle erwartet, dass am 7. Oktober, wenn das große Treffen mit anderen Staatsoberhäuptern hier in Leipzig stattfindet, die Rede Honeckers, wenn er schon wieder die Kommandogewalt übernimmt, um mal dieses Wort nochmal zu gebrauchen, was passieren würde. Und es war natürlich eine niederschmetternde Rede. Die Rede hat überhaupt keinen neuen Akzent gesetzt, sondern oder einen Akzent, der irgendwie in die Zukunft gewiesen hätte, sondern die Rede war eigentlich konservativer als alles, was wir vorher gehört haben. Das war eine sehr ernüchternde Situation und wer dort aufmerksam reagiert hatte, wusste, mit dem Mann kann man die Dinge nicht mehr lösen. Ich will da ein zweites Ereignis nochmal erwähnen. Ich hatte ein Gespräch mit Walter Friedrich vielleicht so 8 Tage vor dem Oktober, vielleicht war es sogar in der Woche. Man müsste nochmal die Unterlagen sehen. Und da hat Walter Friedrich mich nochmal mit einem sehr ausgefeilten Konzept, Professor Walter Friedrich war damals Chef des Jugendforschungsinstituts in Leipzig, durch Analysen sehr über die politische Stimmung und die Bewusstseinslage der Menschen informiert, mich sehr ausführlich über eine Konzeption informiert, wie man eigentlich auf diese Lage reagieren müsste und wie man vor allen Dingen auch mit der Parteiführung da in Kontakt kommen musste. Er hat damals schon gesagt, dass er grenzschonungslos, und ich wusste ja, dass er vorher schon grenzinformiert hatte, das wurde nur nicht so sehr wahrgenommen. Er hat immer seine Informationen nach oben gegeben, er wollte also grenzschonungslos informieren. Wir haben uns darüber unterhalten. Ich wusste, dass das nicht einfach wird, ich habe ihm das auch gesagt. Aber ich wusste auch, dass Walter Friedrich ein sehr mutiger und sehr kluger Mensch ist und ich glaube schon, dass das
war mir schon klar, dass er das anbringen wird, wenn Krenz zuhört. Das hat mich auch schon beeindruckt, wie er, wir hatten ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und haben sehr oft über solche Dinge gesprochen, wie er die Lage einschätzt. Ja, und dann gab es ja solche Situationen, dass wir eigentlich, ich hatte schon im Sommer mit Berntels lange mal gesprochen, dass Sie auf mich zugekommen sind, auch noch ein anderer Kabarettist, Jürgen Hart, und hat gesagt, ist es denn überhaupt nicht möglich, dass die Partei mal mit den Bürgerrechtlern oder damals ja Dissidenten oder wie man sie damals auch bezeichnet hat, spricht. Ich war schon der Meinung, dass es möglich sein müsste. Das war natürlich ein Spagat. Es gab eine fast bewusstseinsdödende Formel in der Partei, mit dem Klassengegner spricht man nicht. Der Feind wird geschlagen. Ob das immer körperlich ist, aber muss geistig geschlagen werden. Das geht natürlich nicht in der Diskussion, sondern es geht in der Zeitung und im Rundfunk, wo der Gegner meistens keine Stimme hat. Ich hätte mich schon auf so eine Diskussion eingelassen. Ich war mir auch der Risiken bewusst, hätte auch versucht, das natürlich abzumildern. Wir sind alle nicht so sehr als Helden geboren.